Herzlich willkommen, Eulenfreunde, zurück zu Nexomon Extinction. Wir gehen heute zur Arena, denn wir haben jetzt einen Dolmetscher dabei, der uns helfen wird, dass wir das verlangen können. Deswegen speichern wir mal ganz kurz. Ja, überschreiben, danke. Ich bin gespannt, wie es wird. Es wird so eine Art Turnier sein, angeblich. Hey du! Was machst ein Kind hier? Komm runter, Moritz wird am Turnier teilnehmen. Dieses Bike soll kämpfen können? Nun, dann willkommen. Je mehr Kämpfer, desto besser. Hey Moritz, stell sicher, dass dein Team bedreht ist. Du wirst gegen eine Reihe starker Gegner antreten müssen. Und Idem sind nicht erlaubt. Der Präsident kennt beim Turnier keine Gnade. Ist Cardium wegen diesen Typen so schlecht? Ja, so ziemlich. Er mag nicht besonders helle sein, aber er stark. Cardium ging schnell den Bach runter. Da Cardium so schwer zu errichten ist, hat es die jede überwürfige die Stadt zurückzuerobern. Alter! Oh Gott, ich kann das Zeug bald nicht mehr lesen. So. Ja, komm. Gehen wir rein in die Arena. Ba, 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 ba. Ba, ba, ba. Oh nein. Ein Affe. In Ordnung, ich glaube, ich hab's kapiert. Oh, okay. Ah. What the fuck? Oh, ich hab gewonnen, Leute. Alle sind K.O. Mega Arena ist total geil. Okay. Sag mir bitte nicht, der Affe ist da. Ladies and Gentlemen von Cardium. Er ist angekommen. Der Schönste, der Intelligenteste. Der König, der Meister. Der Gebieter unserer Stadt. Präsident Zeta! Was macht der denn hier? Cardium, mein Cardium! Die schönste Stadt der Welt. Es ist an der Zeit, meine Erhabenheit zu feiern. Mit einem Turnier. Nur der Stärkste wird siegen. Nun, ich bin der Stärkste. Nur der Zweitstärkste wird sich durchsetzen. Ihr kennt die Regeln, meine untertänigen Sklaven. 3 aufeinanderfolgende Kämpfe, keine Items. Items sind für Cheater. Kämpft mit aller Kraft und wenn ihr siegt, könnt ihr haben, was das Herz begehrt. Einige Ausnahmen ausgeschlossen. Lasset die Spiele beginnen. Ha. Okay, ich bin gespannt, Leute. Hey Moritz, dieser Typ Zeta ist einer von Dinas Geschwistern. Scheinbar merkt niemand, dass er nur ein Geist ist. Oh, vielleicht hilft er uns, ohne dass wir kämpfen müssen. Na, er ist nicht so vernünftig. 3 Kämpfe, keine Items. Wenn wir gewinnen, können wir nach dem Schlüssel zu Amelies Labor fragen. Ich werde auch teilnehmen. Hauptsache einer von uns gewinnt, oder? Dieses Mal werde ich im Rampenlicht stehen, Moritz. Zeit dir zu zeigen, wie man richtig kämpft. Okay, cool. Ja, okay. Dann schreibe ich mich da jetzt gleich ein. Wir speichern aber nochmal. System hier speichern. Dann habe ich den Text nämlich nächstes Mal nicht, falls ich gleich tot bin. So, hallo. Ja, ich bin bereit. Dein erster Gegner ist... Oh, wow. Ross. Du hältst dich bestimmt für was ganz Besonderes als Goldhelmer, oder Moritz? Endlich haben wir eine Revanche. Ich habe unseren Kampf auf den Dracheninseln nicht vergessen. Oh Gott, das wird da jetzt was. Okay, Palmschüttler. Alter, 36? Das ist doch schon wieder hier Cheaterei, oder? Naja, egal. Wir machen gut Damage. Die haben alle nur 3 Nexomon. Das ist ein Vorteil für mich, auf jeden Fall. Oh Gott, der macht 56 Schaden. Okay, 120, gut. Oh Gott, ey. Okay, okay. Sei betäubt. Sehr gut. Sehr gut, okay. 12, da muss ich Giftwolke machen. Na gut, oder wir machen nichts. So, dann nehmen wir dich.
mein zweitschwächstes Pokémon. Nexomon. Oh Gott, er macht Steinprügler. Mach Prügler. Okay. Nochmal Prügler, bitte. Ah, sehr schön. Sehr gut. Elektrokraft, bitte. Okay, es sieht gut aus, Leute. Das hat mir gut gerockt, tatsächlich. Nee, Ausdauerentzug haben wir ja schon. Nein! Ich glaube, er hat vergessen, warum wir hier sind. Ich glaube auch. So, dein zweiter Gegner ist... Ah, ihr seid doch Oberflächler. Ihr haltet euch für was Besseres, oder? Unser was? Ansaraga. Alles klar. Oh mein Gott. Ein Hai. Aber dem machen wir, glaube ich, ganz guten Schaden, denke ich. Außer dass er mal als erstes angreifen darf, aber er ist trotzdem weg. Oh, eine Creepy. Ein Creepy. Okay, wir nutzen ihn hier. Und machen... Wie viel Schaden macht das hier? Oh, 35 macht er. Oh mein Gott. Wir machen 33. Okay, wir bleiben mal sicherheitshalber hierbei. Er ist auf jeden Fall geschwächt. Und ich bin gelähmt. Das ist ja jetzt ein Witz hier. Egal. Wir machen trotzdem Schaden. Perfekt. Du schaffst das nicht. Dann muss ich dich nehmen. Schwarze Flamme, bitte als erstes. Oh, danke. Sehr schön. Gut gemacht, Diyama. Ah, nee, du bist gar nicht mehr Diyama. Egal. So, wer ist der Letzte? Oh, ne Mülltonne. Ein Oberflächlerbewohner wagt es, mich, den Champion von Cardium, herauszufordern? Oh, schwacher Sterblicher, du strebst nach einem fernen Traum von Großartigkeit, nicht wahr? Grausam ist die Herrin des Schicksals, die dich gegen mich aufbringt. Der Kerl trägt einen Mülleimer. Okay, was hat er für ein Nexomon? Okay. Also ich fühle mich eigentlich relativ sicher, dass ich gewinne. Weil ich noch meinen Kaninui habe. Und der macht echt guten Schaden. Und er macht jetzt hier 9 Schaden. Das ist halt... Weiß nicht, ne? Ist halt hier, wow. 60, Alter, dass diese Psychobombe auch so viel Schaden macht, ne? Okay, das hier könnte jetzt ein bisschen schwieriger werden mit dem. Ziegeisier, okay, gut. Oh, cool, ich darf vielleicht nochmal angreifen. Okay, vielleicht doch nicht. Okay, der, ne? Pantra. Bitte mach sie weg. Ja, das sieht gut aus. Sehr schön. Sehr schön. Ja, das Turnier haben wir wohl gewonnen. Da bist du nun, Moritz. Alles läuft genau nach deinem Plan, Dina. Okay. Nun, wenn das nicht Moritz ist. Freu dich, Kind, denn du triffst das coolste Mitglied dieser Bande. Noch einer dieser Geister? Was für ein Element bist du? Damals war ich bekannt als der unbesiegbare Luxa. Champion des Donners. Die Schlange des Sturms. Das sechste Kind von König Omnicron. Und jetzt bin ich Präsident dieser Elendstadt. Wie bist du überhaupt hier gelandet? Das war mal ein richtig cooler Ort, wisst ihr? Aber aus einem mysteriösen Grund wurden die Leute dumm, nachdem ich die Stadt übernahm. Wie auch immer. Ich weiß, warum du hier bist, Moritz. Ich habe nur darauf gewartet, dir endlich die Reste meiner Kraft zu geben. Aber warum habt ihr deshalb in meiner Arena gekämpft? Ihr hättet mich einfach fragen können. Jetzt kannst du die Dinge mit einer Milliarde Watt zerschlagen. Cool, was? Das wird dir helfen, Varus zu besiegen. Also stimmt es, Varus versteckt sich irgendwo in der Stadt?
Wärst du nicht rechtzeitig hergekommen, war es mein Backup-Plan, Kalium zu verdenken. Bang. Habt ihr so viel Angst vor Varus? Okay. Sehr interessant auf jeden Fall. Selbst mit vier Elementen schöpft der Tyrant nicht. Ohne Zweifel steckt der wahre König der Monster in diesem Ei. Leute, wir können Varus nicht mit einem Ei besiegen. Wir müssen einfach nur Amelie zu fassen bekommen, bevor sie Varus freilässt. Und dieser Feigling versteckt sich in dieser Stadt. Das ist unsere Chance, das alles zu beenden. Gut gesagt, Mädel. Ihr Labor ist im Nordwesten. Nehmt das hier. Kaliumschlüssel, super. Nordwesten. Also, urteilen wir nicht zu früh bei Varus. Du hast keine Ahnung, was passieren wird, wenn er an die Oberfläche kommt. Kalium ist nur ein kleines Opfer angesichts der drohenden Auslöschung. Oh, das ist Amelie, oder? Ah, ne, Tutorial. Damit kannst du allerlei Geräte powern. Oh, cool. Okay. Krieg ich hier kein Beispiel oder so? Weiß nicht. Wir haben den Schlüssel, wir kennen den Standort. Nach all dem hier wird uns die Gilde Sicherheitsverstärker an Verräter ansehen. Man wird uns verfolgen. Uff, wie konnte es nur so weit kommen? Ich habe zwar keine Ahnung, was ihr vorhabt, aber ich werde mit euch mitkommen. Wenn ich oft genug auftauche, bekomme ich vielleicht im nächsten schweren Auftritt. Aber die ist nördlich von Menengarden, verstanden? Okay, danke schön, Kleiner. Das hätte ich auch noch gewusst, wo dein Garten ist. Danke, danke. Oh, heil uns mal bitte, danke. Gibt's da eigentlich einen Verkäufer? Nee, ne? Nee, du auch nicht. Okay. Kein Verkäufer hier. Ich speichere nochmal. Sicher ist sicher, Leute. Ah, guck mal, das Eis nimmt echt langsam hier vor im Arm. Noch zwei Stück. Dann haben wir's. Dann schlüpft unser Tyrant des Lichts endlich. Oh, das sieht dunkel aus. Die Türen sind jetzt offen. Amelie und Varus müssen drin sein. Die verrückte Frau, die die Drachen erschaffen hat, die unser Vertrauen ausgenutzt hat. Lass es uns ein für alle Mal beenden. Okay. Oh, ist das dunkel hier. Varus Reich. Okay. Wow, was ist mit diesem Ort los? Ich kann nichts erkennen. Nur die Sicherheitsmechanismen scheinen noch zu funktionieren. Sie erwartet uns, nicht wahr? Wenn wir sie umzingeln, könnte sie in der Verzweiflung Varus rufen. Macht euch bereit. Okay, auch sie mit Gebrüll, würde ich sagen. Hey, ich komme hier nicht durch. Ich weiß, dass ich Strom jetzt wegmachen kann, ja. Aber dafür müsste ich doch die Geräte da berühren, oder? Ah! Oh Gott, wo bin ich denn jetzt hier? Oh Gott, nein, es ist so ein... Oh nein, es ist so ein Rätsel, Leute. Okay. Oh Gott, das... Oh Gott, nee. Malven for City war das, glaube ich, damals. Jetzt bin ich wieder hier. Ich geh mal wieder hier hin. Okay, das war nicht richtig. Nee, da unten, da kann man auch nicht her, oder? Es gibt nur die zwei Sachen hier, die ich machen kann. Ja, ja, Sasp. Du hörst mir gerade nicht so weiter. Oh, warte mal, wir können mal gucken, wenn ich das so mache, ob sich dann hier auch was getan hat. Tatsächlich. Sehr interessant. Okay, cool. Das verstehe ich soweit. Ja,
Ja, okay, das ist die einzige Möglichkeit. Dann gehen wir mal hier runter und gucken. So, aha. Dann können wir hier unten hin, falls wir hier hin müssen. Dann sind wir ja wieder hier. Warte, das hat uns jetzt nicht so geholfen. Ich glaube, ich muss da nach links. Irgendwie. Oh, Gestein. Okay. Dich hole ich mir. Dich hole ich mir. Im Notfall muss ich meinen Vorher nochmal heilen. Aber dich hole ich mir auf jeden Fall jetzt. Sehr schön. So. Füttern. Komm, ja. 31, super. Sehr gut. Nächste Trip. Haben wir hier irgendwas? Oh, 66. Okay, das machen wir. 66%. Komm. Komm schon, Kleiner. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Ins Team aufnehmen. Tschüss. Ja. Sorry, Kleiner. Wir nehmen jetzt mal den. Okay. Wohin kommen wir hier? Nochmal woanders. Ich würde halt ganz gern wissen, wo das Ziel überhaupt ist. Ist da oben das Ziel? Okay, das bringt mir jetzt hier noch nichts. Das heißt, ich muss auf jeden Fall das hier einsetzen. Da komme ich auch nicht weiter. Okay. Oh, hier gibt es sogar das hier. Sehr cool. Ich finde es cool, dass man hier auch jeden Starter tatsächlich bekommen kann. In dem Spiel. So, dann kommen wir jetzt nach hier oben. Aber was bringt uns das? Okay, dann gehen wir hier mal rein. Ja, ich guck mal eben ganz kurz hier, was hier ist. Oh, eine Schatzkiste ist da. Oh, die hole ich mir aber. Die hole ich mir. Oh, cool. Die Krabbe ist auch cool. Das Gear-Geldbeutel. Ach, ich kann hier, glaube ich, hochlaufen, oder? Ah, dann sind wir wieder hier. Okay. Mhm. Okay, so komme ich nicht hier rüber. Also bin ich da gerade auch reingelaufen? Scheint so, ne? Muss ich ja hier unten reinlaufen. Ah, warte mal. Ah, ich glaube... Ich glaube, ich verstehe es jetzt, oder? Ich glaube, ich verstehe es. So könnten wir eine Chance haben, von unten her zu kommen, oder? Oder von hier irgendwie? Nee. Hey, wie? Vielleicht müssen wir ja rechts. Oh Gott, Leute. Ich bin verwirrt. Ich bin echt verwirrt. Aber links, da können wir... Da kommt man doch überhaupt nicht hin. Oder ist das da ein Loch da? Nee, das ist kein Loch. Wir gehen mal hier rein. So, dann sind wir hier. Aber das wird uns ja eigentlich gar nichts bringen. Ah, doch, um da wieder zurückzukommen. Um da wieder zurückzukommen. Okay. Um hier wieder rauszukommen. Damit wir nicht gefangen sind. Okay, ja. Super.
So, dann sind wir nämlich wieder hier, können dann nach hier oben. Dann sind wir hier. Aha. Sieht man da drüben? Das ist ein Warpstein. Dann können wir unsere nächste Mal heilen und Vorräte kaufen. Oh, sehr cool. Puh, Leute. Ja. Dann würde ich sagen, das war's für heute mit Nexomon. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, euer Kamitor rein und ciao.